So, 12. Juni 2015. Wir sind wieder in Kleve bei 30 Grad im Schatten. Das Wetter ist so heiß wie dieser Jugendamtsskandal. Und es gibt Neuigkeiten. Ja. Was ist denn passiert? Der Richter hat mit unseren Kindern gesprochen. So, das war also Amtsgericht Geldern. Ja, Familiengericht. Den Richter kennen wir schon. Ja. Und er hat also jetzt mit den Kindern gesprochen. Ja. Wir wissen, dass die Kinder massiv gegen euch beeinflusst werden. Ja. Und der Richter weiß das auch. Was kam denn bei der Befragung raus? Das kam, so kann ich so sagen, Daria möchte nach Ende dieses Schuljahres möchte nach Hause. Und Angela will da bleiben, möchte in dieser Pflegefamilie bleiben, weil sie hat Angst, wir lassen sie da alleine. Ihr lasst sie wo alleine? Ja. Gegenüber dem Richter. Sagt sie, ihr hättet sie damals, als sie noch bei euch gelebt hat, mal alleine gelassen? Mhm. Und sie hätte Angst, das könnte nochmal passieren. Ja. Wie alt ist sie denn damals gewesen? 3 Jahre. Mit 3 Jahren ist sie euch weggenommen worden. Und sie behauptet, also sie kann sich noch genau erinnern, dass ihr sie damals alleine gelassen habt. Ist das angeblich einmal oder mehrmals vorgekommen? Was hat sie gesagt? Weiß ich nicht. Was hat sie denn genau gesagt? Die Angela. Steht das im Protokoll? Steht im Protokoll, da kann man was. Also ich habe dieses passende Zitat gefunden, ich kann das vorlesen. Ja. Angela erklärt, ich möchte bei meinen Pflegeeltern bleiben, ich fühle mich bei denen einfach besser. Solche Formulierung gebraucht auch der Gutachter. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt 6 oder 7 Jahre dort. Wie weiß sie das? Ja. Ich meine, so ungefähr als ich 4 war. Erinnerung daran, wie es früher bei meinen Eltern war, habe ich nicht mehr. Also natürlich hat sie daran keine Erinnerung mehr. Kein Kind, kein Mensch erinnert sich später, was er mit 2 oder 3 Jahren erlebt hat. Ich habe Angst, dass sie dann wieder das Gleiche machen wie früher. Sie haben uns oft alleine gelassen. Weiteres weiß ich jetzt aber nicht mehr. Ja, das war wohl gut einstudiert. Diese eine Aussage. Ich möchte aber noch was hinzufügen, wie Dario darauf reagiert. Ja, Dario ist also in diesem Gespräch mit dem Richter dabei. Das heißt, beide wurden gleichzeitig befragt. Und was sagt er? Meine Schwester hat mir aber auch gesagt, dass sie die Pflegeeltern total scheiße findet. Mir geht es bei den Pflegeeltern nicht so gut. Es ist Mist da. Ich kriege regelmäßig Ärger. Heute Morgen ist Mama total ausgerastet. Sie war sauer, weil ich meine Hose dreckig gemacht habe. Ja, die Pflegemutter ist also noch am selben Tag, wo die Kinder von dem Richter vernommen werden, ausgerastet. Man kann von der Annahme ausgehen, dass sie sich ständig bedroht fühlen. Wie die Pflegeeltern mit den Kindern umgehen, darüber haben wir einiges gehört. Da wird nach Zeugenaussagen Gewalt angewendet. Mhm. Und diese Kinder, die also jetzt gerade von dem Richter befragt werden, wissen genau, dass sie nach der Befragung wieder zu den Pflegeeltern zurück müssen. Mhm. Der Richter weiß wohl mittlerweile auch, wie diese Pflegeeltern sind. Mhm. Auch in einem Gutachten werden die kritisch beleuchtet und beurteilt. Ja, dazu sagt warum stellt der Richter nicht die Frage, die nämlich jeden bewegt, der dieses Szenario mitbekommt, was haben euch die Pflegeeltern angedroht für den Fall, dass ihr sagt, ihr wollt zurück zu euren natürlichen Eltern? Ja, das sagt sogar Dario. Dario erklärt auf Seite 3, vorher muss man sagen, Angela sagt, unsere Eltern haben bei den Umgängen dauernd gesagt, das glaube ich nicht, dass sie uns wieder haben wollen. Ich habe hierauf jedoch nicht reagiert. Und darauf reagiert Dario, ja, sie haben uns gesagt, dass sie uns wieder haben wollen. Ich habe darauf aber eigentlich auch nicht reagiert. Wenn ich sage, dass ich zurück will, habe ich Angst.
dass ich Ärger mit meinen Pflegeeltern bekomme. Ja, also das versteht ein Schwachsinniger, was da läuft. Ja. Man hat den Eindruck, dass der Richter gar nicht wissen will, wie die Kinder manipuliert werden. Das soll nicht ins Protokoll, aber soweit wie wir kann der Richter auch denken. Und ich hoffe auch die italienische Regierung, die sich brennend für diese Angelegenheit interessiert. Wir wurden jedenfalls gebeten, die entsprechenden Unterlagen, Dokumente und so weiter nach Rom zu schicken. Ja, ich musste die Akteneinsicht machen und ich musste dann Dokumente rausnehmen und ich habe die schon versendet. Ja. Mhm. Okay. Ich möchte noch eine Bemerkung machen dazu. Das Familiengericht will sich auf das Gutachten stützen. Und ich möchte jetzt das ansprechen, wie der Gutachter, Herr B., wie er die Kinder interviewt hat. Die Kinder waren im Haus der Pflegepersonen und es ist genau andersrum gewesen. Das heißt, der Junge, der kam und hatte seinen Part vorgesprochen, ja, er möchte nicht zu Eltern, er möchte in der Pflegefamilie bleiben und er möchte jetzt ins Schwimmbad gehen. Ja? Ja. Und Angela war diejenige, die sich nicht äußern wollte. Ja. Ja. Und daraufhin hatte der Gutachter bescheinigt, dass die Kinder bessere Bindung zu der Pflegeperson haben. Ja. Und jetzt haben wir genau andersrum die Situation. Mhm. Ja. Das heißt, man sieht daran, wie viel wert ist das Gutachten. Ja, ja, genau. Es ist eigentlich erschütternd, was da versucht wird. Und man fragt sich natürlich, welcher inoffizielle Auftrag gab es neben dem offiziellen? Ja, die Frage stellt man sich wirklich. Die Frage muss man sich in dem Dunstkreis der Jugendämter grundsätzlich stellen, bei allen Gutachten. Mhm. Ja. Was wurde mal von den Pflegeeltern gesagt in Bezug auf eine Rückkehr der Kinder? Da hat die Pflegemutter mal etwas zugesagt. Will sie beide Kinder zurücklassen oder? Nein, sie hatte einmal zu uns gesagt, wir könnten Dario mitnehmen und sie will Angela behalten. Aha. Wir wissen ja auch, dass deine Tochter Angela hübsch ist und dass sie auch gerne von gewissen CDU-Politikern gebraucht wird für ihre Öffentlichkeitsarbeit. Es deutet doch nach allem, was wir über die Pflegeeltern wissen, einiges darauf hin, dass die Angela noch stärker bedroht wird und unter Druck gesetzt wird als ihr Bruder. Ja, stimmt. Denn der ist wohl etwas selbstständiger, etwas mutiger und den wollen sie loswerden und die Tochter muss unbedingt da bleiben. Das heißt, wenn es nach den Pflegeeltern geht, muss man befürchten, dass diese Geschwister jetzt auch noch getrennt werden. Ich hoffe, das passiert nicht. Ja, das hoffen wir auch. Dazu möchte ich noch etwas aus den Akten, was ich da gelesen habe, hier erwähnen. Wo die Kinder weggenommen wurden, gab es einen AWO-Bericht, wo die schreiben, dass beide Kinder sehr gut integriert sind und fröhlich, motorisch besonders Dario und sehr ausgeglichen. Mittlerweile hat Angela Therapiebedarf. Der Gutachter, schade, dass ich das nicht habe, ich weiß es aber hundertprozentig, schreibt, es ist unerklärlich, warum die Pflegepersonen nicht für eine Therapie gesorgt haben, für Angela. Das steht im Gutachten, das weiß ich hundertprozentig. Mhm. Das heißt, wenn die Angela bleibt, dann werden weitere Therapeuten, Jugendamttherapeuten finanziert. Ja? Ja. Also es lohnt sich schon, die Angela zu behalten. Ja? Mhm, mhm. Aber wie ein Preis. Ja. 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 Und das zeugt noch eins, dass die wirklich, wenn man die unter Druck setzt, dann macht sie alles, ja. Bei Dario ist das nicht der Fall. Ja, was hat dir deine Tochter denn bei den, wenn auch begleiteten Umgängen erzählt, wie sie sich da fühlt in der Pflegefamilie? Sie geht schlechter. Sie hat Angst. Sie geht nicht gut da. Sie hat Probleme in der Schule. Ja. Sie kann sich nicht konzentrieren.
Angst. Also, das ist hier wohl der Hauptbegriff. Sie hat uns oft gesagt, der Name des Spiels, Angst. Sie kann nicht mehr. Für sie ist alles zu viel. Sie hat Angst. Sie kann nicht darüber reden. Wir haben uns oft sie gefragt. Ja. Sag Mama, was ist jetzt los? Nee, kann ich nicht. Ich habe Angst, Mama. Ich kann nichts darüber reden. Ja. Oft mit Tränen in den Augen. Oft zu mir, Papa, zu den großen Geschwistern und Zell. Auch als war die Pate Tante zum Besuch. Haben wir das gesehen. Ja. Sie geht und sehr schlecht da. Es wurde erfolgreich verhindert, dass ihr alleine seid. Ja? Es wurde ihr mehrmals verboten, mit dir, mit der Mutter auf Toilette zu gehen, obwohl sie sich gewünscht hat und obwohl der Gutachter behauptet, sie möchte nicht unbegleiteten Umgang, weil sie Angst vor den Eltern hat, ja? Aber auf Toilette wird sie ausgerechnet mit der Mutter gehen, nicht mit der Umgangsbegleiterin, ja? Die sehr gelobt wurde von dem Gutachter. Also diese logische Frage stellt sich der Gutachter selbstverständlich nicht, ja? Ich habe das an das Familiengericht geschrieben, keine Reaktion bis jetzt darauf. Ja. Und also die hat verboten, nicht nur mit der Mutter auf Toilette zu gehen, aber auch mit der ihrer Halbschwester. Ja. Nachdem sie gemerkt hat, mit der Mutter ist es nicht erlaubt, hat sie versucht, die Schwester mitzunehmen, aber das war auch nicht möglich. Nein. Also man hat schon den Eindruck, wenn man dieses ganze Szenario betrachtet, es soll alles kontrolliert werden, weil man verhindern will, dass die Kinder Äußerungen machen, wie sie der Junge nun endlich doch gemacht hat. Ja. Und es wird jetzt sehr interessant sein zu beobachten, wie wird sich die Justiz verhalten, wie wird sich dieser Familienrichter verhalten, der ja wissen muss, wenn er auch nur eins von den Kindern zurückgehen lässt in die Familie, wie sie sich äußern werden, wenn sie nicht mehr bedroht sind, ja, wenn die Kinder frei reden können. Ich meine, jeder Idiot weiß, was dann passiert, ja. Wie wollen die Behörden, die hier mit diesem Kindesraub ein definitives Verbrechen begangen haben, wie wollen sie ihren Kopf aus der Schlinge ziehen? Wie will man hier das Gesicht wahren? Ja, es ist nämlich unmöglich. Ja, infolgedessen ist es auch unter dem psychologischen Aspekt hochinteressant zu beobachten, wie die Verantwortlichen den Karren aus dem Dreck ziehen wollen, den sie selbst dort hereingeschoben haben. Ja? Aus Geldgier, aus Lust am Machtmissbrauch, aus Chauvinismus, ich weiß nicht, was noch für neurotische Motive dahinter steckten. Wie will man das wieder gerade biegen? Das wird hochinteressant. Dario hat gesagt, wie ich habe das gelesen, er muss die Schuld tragen von seiner Schwester. Ja, bei welcher Gelegenheit? Wenn seine Schuhe sind kaputt, er muss die Schuhe tragen von seiner Schwester. Ich frage mich jetzt, warum wenn die Familie zu viel Geld bekommen, warum der Junge muss tragen die Schuhe von seiner Schwester? Also, was wisst ihr darüber, wie viel Geld bekommt die Pflegefamilie? So ganz genau weiß ich. Das steht im Gutachten, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber die Eltern haben permanent gesagt, ja, die Kinder haben schlechte Anziehsachen, ja. Und jetzt kam das raus. Es wird bestätigt nur vom Familiengericht und vom Jugendamt wurde das natürlich nicht beachtet, sondern auch getan, ja, die reden nur so. Und das kommt wieder raus, ja. Ja, also dann wollen wir uns doch an dieser Stelle mal dafür stark machen, dass man den Pflegeeltern künftig mehr Geld gibt, damit sie nicht nur ihr Eigenheim fertig bauen können, sondern auch den Kindern adäquate Schuhe zukommen lassen können. Gesund. Wie krank muss man sein? Das ist überhaupt nicht gesund, Schuhe von einem Mädchen zu tragen. Was verstehe ich gar nicht? Das ist total lächerlich, Schuhe von einem Mädchen für einen Jungen zu tragen. Ja, dass der Junge dadurch natürlich zum Gespött wird innerhalb seiner Schulklasse. Ja. Den Leuten ist das egal, ja. Und auch wenn ihr Beispiel, wie ich... Es geht hier um Geld. Die Hose wurden dreckig. Wo ist das Problem, andere Hose zu anziehen? Nein, sie war muss schreien. Ja. Weil Daria hat seine Hose dreckig gemacht. Total lächerlich ist das, was hat sie gemacht. Ja. Was macht diese Frau? Das ist ein Indiz für die Lieblosigkeit, die diese Kinder ertragen müssen. Und das schon seit wie vielen Jahren? Fast acht. Fast acht Jahre. Fast acht Jahre. Ja.
Und dann wird ja immer gesagt, ja, wenn die Kinder so lange weg sind, dann kann man sie aus den Verhältnissen, aus diesen Verhältnissen nicht mehr herausnehmen, weil sie sich mittlerweile daran gewöhnt haben. Ich bin der Meinung, dass es für keinen Menschen ein Problem sein dürfte, in bessere Verhältnisse zu kommen. Oh ja. 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 Und jetzt gab es noch einen Umgang, der ausgefallen ist. Das ist auch in einem Schriftsatz erwähnt. Also es musste auch darum gefochten werden, diesen Umgang nachzuholen. Ja, ja. Ich sage dazu, das Jugendamt hat gesagt, Frau K., also die Kinder sind an sie nicht rangegangen, dass sie Umgang haben wollen mit den Eltern. Ja? Und jetzt haben wir gerade gehört, was der Daria dazu meint. Ja? Aber Jugendamt will nicht. Ja. Ja. Nochmal, was sagt er zum Umgang mit seinen Eltern, der Dario? Also der möchte zurück zu den Eltern, ja. Hat er gesagt? Ja, der möchte zurück. Ja, gut, gut. Also, da ist ein Umgang ausgefallen, ja. Weil die Kinder krank waren oder weil es ihnen schlecht ging. Ja. Das heißt, dieser Besuch, der hatte gerade angefangen und dann habt ihr als Eltern gesehen, denen geht es so schlecht, ja. Es ist besser, wenn die nach Hause gehen, ja. Und nicht draußen bleiben für die gesamten, was ist das, 2 Stunden? Ich glaube anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden. Also anderthalb Stunden alle 2 Monate war das damals, das ja. Verständlicherweise wolltet ihr die Kinder nochmal wiedersehen in gesundem Zustand. Ja, so, wie hat jetzt die Richterin darauf reagiert? Denn es wurde der Antrag gestellt, diesen Umgang nachzuholen. Wir haben wieder Amtsgericht Kleve dran, weil das Jugendamt, alle Rechte für Kinder hat, da sozusagen ansässig ist. Und der Antrag wurde zurückgewiesen, auf Kosten der Eltern natürlich. Ja. 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 Mit der Begründung, das Jugendamt hat die Kinder gebracht und den Umgang ermöglicht, ja. Und da frage ich mich, normalerweise rennen sie gleich Kindeswohl. Hier ist kein Wort Kindeswohl gefahren, ja. Mhm. Auf einmal ist das Kindeswohl unwichtig, ja. Was wäre hier kindeswohlgerecht gewesen? Kindeswohlgerecht wäre gewesen, dass der Umgang stattfindet. Ja, obwohl sie krank sind? Nein, dass der Umgang nachgeholt wird. Dass er nachgeholt wird, ja, weil okay. Weil sie sich das wünschen und jetzt haben wir die Bestätigung. Ja, ja. Also das beweist einmal mehr, dass es vor allen Dingen der Justiz überhaupt nicht um das Kindeswohl geht. Nein, genauso den Jugendamtleuten geht es nicht um das Kindeswohl. Das ist immer nur vorgeschobenes Argument. Ja. Wenn man den Eltern etwas vorwerfen will, ja, dann wird immer gesagt, sie haben gegen das Kindeswohl verstoßen, weil die Wohnung zu sehr aufgeräumt ist oder weil die Wohnung gerade chaotisch war, als jemand vom Jugendamt reinkam, was auch immer. Jedes Argument wird herangezogen, um zu beweisen, Kindeswohlgefährdung. Ja. Es ist aber festgestellt worden, auch in diesem Fall, dass es dem Kindeswohl dient, wenn der Umgang zwischen den Kindern und natürlichen Eltern stattfindet. Ja. Deswegen war ja auch die Justiz so überaus großzügig, die Intervalle von 8 Wochen auf 6 Wochen zu reduzieren. Und dieser Umgang wird nicht nachgeholt. Nein. Ja, das heißt, hier will man, ich denke mal, euch einfach nur drangsalieren und sagen, wir sind die Stärkeren, ihr bekommt den Umgang nicht, weil wir einfach keinen Bock darauf haben. Ja? Mhm. Wir wollen nicht, dass ihr mit euren Anträgen Erfolg habt und wir lassen euch dafür bezahlen, auch natürlich, wenn der Antrag abgelehnt wird, dann erst recht. Ja? Ich sag noch eins, diese Rechnung soll wenigstens in dem Detail nicht aufgehen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr, was diese Angelegenheit betrifft, nicht noch mehr geschwächt werdet. Das bezahlen wir für euch, ja, weil wir euch helfen wollen. Ja. Ja. Zu der juristischen Lage, man muss sagen, es gibt ein Urteil, jetzt weiß ich leider nicht, ob das vom Bundesverfassungsgericht oder dem BGH, was besagt, die Pflegepersonen, Jugendamt muss alle Mühe auf sich geben und und alles tun, auch wenn das sehr umständlich ist, dass der Umgang stattfindet. Ja? Ja. Ja. Das ist ihre verdammte Pflicht. Es gibt so ein Urteil und das kursiert überall im Internet, ist leicht zu finden. Ja? Ja. Damit hat dieses Amtsgericht Kleve
dieses Urteil nicht beachtet. Damit haben die nichts am Hut. Ja. Aber das wird natürlich weitergehen. Ja. Es sei denn, sie geben euch die Kinder zurück, da muss man den Umgang nicht mehr nachholen. Mhm. Aber das möchte ich jetzt mal sehen, wie dieses Familiengericht, dieses sogenannte Familiengericht, sich hier weiterhin verhält. Ja? Ja. Also das ist das gleiche Gericht, was damals den Umgang noch mehr reduziert hat, wohlwissend, dass die Kinder gegen die ihre Eltern manipuliert werden. Ja? Das ist ja die gleiche Richterin, ja. Frau R. Ja, gut. Also wir wollen es nicht zu kompliziert machen, aber es sind hier im Moment zwei Gerichte im Spiel, Kleve und Geldern. Richtig. Das ergibt sich aus einmal dem Wohnort der Kinder und Geldern ist für euch zuständig? Oder? Da sind viele Kinder zuständig, weil die Pflegepersonen da wohnen. Und Kleve, genau, Kleve ist für euch zuständig, für die Eltern. Ja. Kleve ist für uns. Und der Gegner dieser Familie ist das Jugendamt Kleve, deswegen war bei mir jetzt Umgang das Amtsgericht Kleve zuständig. Ja, ich denke, euer Gegner ist auch das Familiengericht. Ja, ja, das ist jedenfalls unser Eindruck. Und auch dieses Detail wird die italienische Regierung erfahren und natürlich auch zumindest das polnische Konsulat. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Also wir bleiben bei diesem Fall. Wir berichten darüber und... Ja, das nächste, was jetzt kommt, ist natürlich ein Fortbestehen der Verzögerungstaktik. Ja, ja, es wird also so lange wie möglich wahrscheinlich nichts getan. Wir haben ja die Ferien, aber, die Sommerferien. Die Sommerferien, genau, in denen ihr die Kinder dann auch wieder nicht sehen dürft. Und das gibt diesen etwas obskuren Pflegeeltern weitere Gelegenheit, euren Kindern Angst zu machen, sie unter Druck zu setzen, sie zu manipulieren. Mhm. Das Hauptwerkzeug, um eine Manipulation durchzuführen, ist Angst. Während eines oder mehrerer Umgänge, Umgänge, begleiteter Umgänge, die stattgefunden haben, hat dein Sohn Dario dir etwas gesagt? Ja, mein Sohn hatte mir oft ein paar Mal gesagt, seine Schuhe sind hier zu klein und sagte, Mama, meine Füße tun mir weh. Ja. Und da hatte ich habe damals auf das nicht reagiert und der Papa auch nicht, weil ich dachte mir, ihr könnt sowieso nichts machen. Ich konnte sowieso nichts machen. Ja, genau. Und jetzt hatte ich das bestätigt, kam das Haus, mein Sohn muss die Schuhe tragen vor seiner Schwester. Ja, obwohl die zu klein sind und eben damit in der Wachstumsphase eben auch die Füße kaputt machen. Ja. Und es ist schon so, dass er Schmerzen in den Beinen hat. Deswegen, das ist die Fürsorge des deutschen Staates gegenüber diesen ausländischen Kindern. So sieht das aus. Ja. Das ist schrecklich für mich. Das ist für dich als Mutter ist es schrecklich, das zu wissen. Für uns als Betrachter ist es schrecklich, was dieser Staat mit nicht nur mit seinen Bürgern, sondern auch mit ausländischen Mitbürgern macht. Es wird denen erzählt, dass es Aktivitäten im Internet gibt. Ja. Aber die Filme haben die nicht gesehen. Das zeigt das man den Kindern nicht. Aber sie weiß Moment auch. Mal. Da sind Aufnahmen dabei, wo ihr geweint habt um eure Kinder. Ja. Das dürfen die doch nicht sehen. Das ist grausam. Ja. Das ist total... Wie kann man das überhaupt machen? Angela ist schon krank. Ja, ja, ja. Die Kleine braucht sofort Hilfe. Was muss noch passieren? Ja, das, was eben für diese Behörden so gefährlich ist, ist, dass die auch deine Tochter erzählt... Was auch das andere Mädchen erzählt hat, das in der Familie war, dass sie dort geschlagen wurde. Ja. Ja, und dann muss die Justiz zugeben, wir haben 8 Jahre lang diese Kinder in eine Familie gesteckt, wo sie misshandelt werden. Ja. Ja, das zieht das Risiko von Strafverfahren nach sich, von Schadenersatz und. Auf der anderen Seite... In diesem Fall können die Behörden nicht so verfahren wie üblich, weil die Öffentlichkeit zusieht. Und vor allen Dingen, weil wir es geschafft haben, auch die ausländischen Behörden mit einzubeziehen. Ja, auch die Konsularbeamten aus Polen, aus Italien sind in den Verfahren dabei. Es sieht also richtig schlimm aus. Ja. Ja. Das ganze Ausmaß dieses Skandals, dieses Verbrechens gegen die Menschlichkeit ist sichtbar. Es ist auch dank Beatas Initiative ins Europaparlament gekommen. Dieser Fall ist im Europaparlament.
Ja, und wie sie sich da herauswinden wollen, das wird also hochinteressant sein zu beobachten. Da hat man das angeblich festgestellt, das PAS-Syndrom, also Parental Alienation Syndrome. Das ist ganz einfach die Tendenzen der Entfremdung. Ja? Also die Kinder werden von euch entfremdet. Dadurch, dass man erstens mal schlecht über euch redet, immer wieder, jahrelang, das konterkariert das natürliche Empfinden der Kinder, die euch lieben. Dazu gehört eben auch nicht nur, dass man schlecht über euch redet, sondern auch, dass man sie so lange wie möglich euch nicht sehen lässt. Und dadurch haben sie keine eigenen tatsächlichen Erlebnisse und Erfahrungen mit euch. Denn das würde ja ihre Liebe wieder verstärken und aufblühen lassen. Das soll verhindert werden. Das ist der Sinn dieser langen Umgangspausen. Und diese Pausen werden ausgefüllt durch mutmaßlich Jugendamtmitarbeiter, aber vor allen Dingen die Pflegeeltern, euch schlecht zu reden bei den Kindern. So, und dieses PAS-Syndrom hat man bei der Tochter festgestellt. Also das hat die Anwältin an das Familiengericht geschrieben, dass sie vermutlich dieses Syndrom hat. Meiner Meinung nach ist es nur Angst. Ja, die euch von den Kindern zu entfremden, das ist das Ziel dieser ganzen Übung hier. Das versuchen die Behörden. Ja. Aber dass die Tochter so reagiert, das ist wahrscheinlich ein Zeichen von Angst. Sie wird bedroht. Das andere Kind, was aus dieser Familie herausgekommen ist, hat darüber berichtet, dass sie dort geschlagen wird. Also mit Gewalt kannst du kleine Kinder so manipulieren, dass sie alles für dich tun. Mhm. Ja? Sie sagen nur noch das, was sie dürfen. Ja, und dass es auswendig gelernt ist, vor allen Dingen bei der Tochter, das sieht man anhand des Protokolls dieser Befragung. Ich denke, wenn Angela auch nicht selbst, das weiß ich nicht, ob die jetzt Gewalt erfahren hat, auch wenn sie gesehen hat bei diesem anderen Pflegekind, was geschlagen wurde, auch wenn sie das sieht, dann hat sie natürlich auch Angst und fühlt sich bedroht, wenn die Pflege... Mutter dieses andere Kind schlägt, dann ist es wahrscheinlich, da wird sie auch keine Hemmungen, andere Pflegekinder zu schlagen haben. Ja? Ja. Wenn die das gesehen hat, dann ist es Angst, dann erzeugt Angst genug. Also sie wird das nicht nur gesehen haben, dass andere Kinder geschlagen wurden, wir vermuten, sie ist auch geschlagen worden. Ich vermute auch. Bei dieser extremen Angst muss man davon ausgehen. Ich vermute auch, kann sein. Ja. Ich vermute auch, sie ist auch da geschlagen. Ja. Okay, und das könnte eben rauskommen, wenn die Kinder zu euch zurückkehren. Ja. Und deswegen beobachten wir die Justiz ganz genau, wie sie diese Sache handhaben. Mhm.